Ich bin Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin am 26. September. Wir treten an, um Berlin klimaneutral zu machen und um dafür zu sorgen, dass die Stadt trotz Klimawandel überhaupt noch lebenswert und schön ist. Vor wenigen Tagen waren die U18-Wahlen und wir Grünen haben von den Kindern und Jugendlichen mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Und das bedeutet etwas für uns. Das ist nämlich ein Auftrag. Es ist ein Auftrag, dass wir die Zukunft der Kinder und Jugendlichen sichern, die jetzt noch keine eigene Stimme haben. Und es ist noch etwas. Es ist ein Auftrag, das ernst zu nehmen, was Kinder und Jugendliche uns zu sagen haben, auch wenn sie noch nicht wählen dürfen. Und ich habe in den letzten Tagen jemanden kennengelernt, der hat sehr viel zu sagen und gute Politik bedeutet zuhören. Deswegen freue ich mich, wenn ihr jetzt zuhört, wenn Sie jetzt zuhören. Und hier ist Karl, 11 Jahre alt, aus Berlin-Prenzlauer Berg. Hallo, ich bin Karl und ich bin letzte Woche 11 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag habe ich ein Flugsimulator-Spiel bekommen. Und damit reise ich von meinem Zimmer aus um die Welt. Ich finde es cool, dass das so geht, weil ich ganz viel von der Welt sehen will, aber nicht mit einem echten Flugzeug durch die Gegend fliegen möchte, weil das nicht gut für die Umwelt ist. Wenn ich mit meinem Flugzeugspiel unterwegs bin, habe ich drei Lieblingsorte: Berlin, Malediven und Brasilien. In Berlin kenne ich alles ganz gut und jetzt sehe ich es alles mal von oben. Meistens fliege ich vom Flughafen Tegel zum Fernsehturm, versuche die Prenzlauer Allee hochzufliegen und dann mein Haus zu finden. Dann fliege ich noch manchmal über meine Schule. Auf den Malediven kann ich spielen, dass ich mit einem Wasserflugzeug auf dem Wasser lande. Das ist wie echt. Bei Brasilien stelle ich mir immer den Sonnenuntergang ein. In der Nähe von der großen Statue, da kann man runterfliegen und im Sonnenuntergang über den Ozean zugucken. Das ist sehr toll. Wenn ich wieder in meinem Zimmer zurück bin, denke ich, was ich gesehen habe, ist so schön und das muss so schön bleiben und das darf nicht kaputt gehen. Und ich schaue mir auch Videos über den Weltraum an und über die Planeten, wie heiß oder kalt es dort ist und wo Leben entstehen kann. Früher war ich im Waldkindergarten. Da war ich immer draußen, bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit. Und ich wusste, man muss sich halt richtig anziehen, dann geht das. Mich haben da Bienen gestochen und Ameisen gebissen und es tat weh. Aber mein Lehrer hat uns immer erzählt, Ameisen und Bienen sind total wichtig für die Natur. Aber wenn ich an die Wahlen denke und manchen Erwachsenen so zuhöre, dann weiß ich nicht, ob denen das bewusst ist, wie wichtig diese Dinge sind und wie wichtig diese Wahlen sind. Und dann geht es mir so doll auf die Nerven, wenn wir Kinder immer angenötigt werden von den Erwachsenen, dass wir nicht rumtrödeln sollen, wegen irgendwelchen Sachen, die überhaupt nicht wichtig sind. Geschirr in die Küche bringen oder Hose richtig rum anziehen oder so. Während die Erwachsenen so krass rumtrödeln mit Sachen, die wirklich richtig dringend sind. Und wo eigentlich sie sogar kapieren, dass sie mega dringend sind. Ich weiß ja, warum man trödelt. Es ist halt gemütlich und kommt einem nicht so anstrengend vor. Aber wenn man beim Klimaschutz rumtrödelt, wird es halt so richtig, richtig ungemütlich und anstrengend. Und das will doch eigentlich keiner. Deshalb ist meine Bitte an euch, passt auf uns Kindern auf und das heißt, passt auf die Erde auf. Und dabei bitte, bitte, bitte nicht trödeln.